starken ersten Drittel, dann im Powerplay, weil die Kroaten einige Strafen nehmen. Und dann diese Szene, short-handed goal, 1:1. Wenige Sekunden vor Drittelende, Andy Sertic macht den Ausgleich, etwas überraschend. Gedanken, wie es denn weitergehen soll. Rein ins zweite Drittel. Jetzt ein anderes Bild. Die Kroaten setzen sich im Angriffsdrittel fest. Und plötzlich ist Dario Kostovic zur Stelle. 2:1. Und die gute Stimmung in Villach, die ist...